Heute, was geht ab, Leute? Ich bin Robert hier. Heute mit Top 32 Fans in der BA von YCS Prag. Ja, dann schauen wir uns mal, was er gespielt hat. Ein Tourguide, drei Scouts. Es geht hier auf die Schnelle jetzt einfach, weil da ist leider los. Zwei Vorfahrer, zwei Liebig, ein Drop und ein Amish. Das ist der BA Core. Das habe ich mit Phantom Light gespielt und Speedroid als Engine, um schneller auf Dante zu kommen. Dann die Phantom Lights. Dreimal den da alles zu. Dreimal den Trap Super. Zweimal den, der in den Friedhof lebt. Die Phantom Lights habe ich gespielt, weil es einfach konstanter ist und man schneller auf Dante kommt. Dann dreimal den Speedroid, der ist Special und zu. Einmal den, der ist Special von der Hand, wo man einkontrolliert. Um noch schneller auf Dante zu kommen, oder? Um noch schneller auf Dante zu kommen und einfach weniger zu breaken. Zwei Wailer, um ein besseres Matchup gegen Monarchen zu haben. Ja. Und das war ein Herz da. Geh mal mit deinem Kopf dahin. Wegen dem Licht. Dann Zauber, drei Twitchwisser, ein Massenwechsel 2 für Monarchen und das Mirror Match. Okay. Das war die Zauber. Das war's, okay, gut. Und jetzt zu den Fallen, dreimal die Phantom Knight Fiendish Chain und einmal die 800 Push gibt. Okay. Die ist halt sehr gut mit Law und Key Beetle. Weil die Phantom Knights werden zu Level 4, wenn sie durch den Exceed von Friedhof kommen. Dann okay. Zweimal Horn des Himmels für Cosmo und Pendel sammeln. Zweimal Fire Lay und eine Break for Skill. Statt den drei wollte ich eigentlich Strike spielen, aber habe keine mehr ranbekommen. Ja, okay. Eine Warning. Das war das Main Deck. Okay. Ja, extra Deck. Drei Dante. Ja. Einmal der Phantom Knight. Warum nur einmal? Spielt man den nicht zweimal oder so? Den spielt man eigentlich zweimal, aber ich habe auch nur einen Rang bekommen. Hast du auch einen Rang bekommen? Deswegen ja, okay. Muss ich mich spontan entscheiden. Also das ist nicht der komplette Bild, den ich so gespielt hätte. Ah, okay. Das ist einfach so ein Bild, weil... Aber trotzdem, gute Leistung. Okay, weiter. Ein Ingenieur. Ein Tempo. Ein Schnurbel gegen BA. Ein Shark. Ein Acehead Golem. Einmal den Superkontum hier, der schießt Zauberfallen, ein Levia, eine Downard. Jetzt zu den Vierern, die man mit den Phantom Knights rauskriegt, ein Nightmare, ein Kibitel. Das waren die Vierer, der ist halt gegen alles eigentlich gut und der ist mit Floodgates einfach zu stark. Dann ein Law für Maskwechsel und eine Blume für Cosmo. Okay, gut. Side-Deck. Dreimal Meister Sweet. Okay. Für Cosmo und Mermaid. Zwei Flank C. Das Mirror Match. Zwei Nebelkönig für Monarchen. Ich finde Nebelkönig besser, weil Monarchen erstens keine Dark Horse und drei Geekies gegen B.I. Seiden. Und ja. Sie kaum einen Outer gegen haben. Dann zu dem Zauber. Dreimal Kreaturentausch. Wow, okay. Die beste Sidekarte gegen Cosmo und Monarchen. Wenn man den damit den Monarch wegnimmt und wieder extra Deck benutzen kann. Und gegen Cosmo, weil du den ein BA oder Phantom Knight rübergibst, seinen Dark Destroyer nimmst und das einfach übergrenzt und den Effekt von dir triggerst. Dann okay. Zwei System Down für Cosmo und dreimal Antimagischer Duft. Das war das Zeit. Wie bist du durch die Vorrunde gegangen? Ich stand 8-2 und am Anfang, also am ersten Tag 7-1. Bis zur sechsten Runde stand ich durchgehend zu 0. Und meine Matchups waren 5 Pepe, 2 Cosmo, ein Lightsworn, ein Deathspot und ein BA. Siehst du das Matchup so gegen Pepe und Cosmo? Also gegen Pepe und Cosmo habe ich kein einziges Mal verloren, außer einmal gegen Pepe. Ansonsten ist das Matchup sehr gut. Es ist nur im Mirror-Match ist es schwierig und gegen Monarchen ist es so eine Sache, ob man die Outs hat. Und
Denkst du, es gab auch so einen Überraschungsfaktor, dass Leute die Effekte nicht so kannten? Etwas, also viele kannten die Effekte nicht, aber ich habe mit mehr BA gerechnet, weil ich dachte, dass die einfach so stark sind, dass sie mehr spielen, aber wurde nicht so oft gespielt. Was hat so allgemein von gesagt, hat das Platz in der Meta jetzt? Ja, also ich finde, meiner Meinung nach, dass es eines der besten Decks zur Zeit ist, aber es gibt auch viele andere konstante Decks. Meiner Meinung nach dachte ich, dass Paper das meistgespielte Deck ist und da ich so ein gutes Matchup damit habe, habe ich mich dafür entschieden. Alles klar. Ja, danke dir und Glückwunsch. Danke. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten like und subscribe unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch mal neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.